Liebe Topfgucker-Freunde, heute ist der Hofner Fröhlich mal wieder da, um mit euch eine Eierspeise zu kreieren. Wir waren ja in der frühen Zeit als Hofmühlenkommissarius im Land unterwegs und inspizierten die Mühlen, damit man gesundes Mehl in Sachsen hatte. Und so habe ich heute ein feines Rezept mitgebracht, den sächsischen Eierkuchen mit Vanillequark. Das wichtigste Utensil beim Eierkuchen ist der Schneebesen. Denn man muss das Mehl mit der Milch vom Feinsten verrühren. Es kommt ein Teelöffel Zucker daran, eine kleine Prise Salz und auch ein klein wenig Wasser. Man nehme als erstes das Mehl. Es sollten 150 Gramm feines Mehl sein, ruhig auch gesiebt. Der Hofner Fröhlich, der Hofmühlenkommissarius, hat ja dafür gesorgt, dass das Mutterkorn herausgelesen ist. Das schwarze Korn, was sich im Getreide befindet, ist nämlich giftig. Und noch heute muss das Getreide vom schwarzen Korn befreit werden, damit das Mehl gesund sei. Das war mein Amt als Hofmühlenkommissarius. Als erstes schlägt man das Ei in eine kleine Kuhle des Mehles. Ganz wichtig, das gleichmäßige Rühren. Und wenn das Ei mit dem Mehl schon verrührt ist, nehme man ungefähr 100 Milliliter Milch. Man kann sich das ganz einfach merken, eine Tasse. Eine Tasse Milch vom Feinsten. Ihr seht, es ist eine ganz normale Kaffeetasse. Und nun muss man fleißig rühren. Es darf keinesfalls klumpig werden, weil sonst schmeckt der Eierkuchen nicht, wenn man auf diverse Teigblasen beißen muss. So, und jetzt merkt man schon, dass der Teig sehr kräftig ist. Hier könnte man sogar einen Kuchen davon backen. Und jetzt kommt das Wasser ins Spiel. Man nehme das feine artesische Wasser und gieße erstmal ein ganz klein wenig hinein, denn es soll ja auch nicht zu flüssig werden. Dieses Wasser wird vorsichtig untergebracht. Da kann man jetzt kein festes Maß nennen, sondern das sollte jeder dann für sich entscheiden, wann die günstige Konsistenz erreicht ist. Es sollte schon eine gewisse Flüssigkeit haben, denn sonst wird der Eierkuchen zu derb. Und ganz wichtig beim sächsischen Eierkuchen ist, lieber essen wir Fünfe, aber schön dünne, als das dicke Gelumpe wie bei den Preußen, weißt du, wo die so einen halben Zentimeter dick sind, oh, da kann ich nicht ran. Das muss wunderschön dünn sein und da hat man nämlich auch mehr Platz für den Kork, wenn es schön dünne ist, sonst schmeckt man ja den Kork auch nicht raus. Der Hofner ist zwar sehr sparsam mit Gewürzen, aber ein wenig Salz muss sein. Man nehme so viel, wie zwischen Daumen und Zeigefinger passt und mache das vielleicht so zweimal. Aber ich sag mal, alle guten Dinge sind drei und das reicht. Und ganz wichtig, da wo Salz ist, muss auch Zucker sein. Also ich würde sagen, einen schönen Brocken Zuckerlöffel sollte man schon an Zucker hineintun und damit hat man schon mal die Grundwürze. Vanillezucker sollte man in den Teig nicht tun, der sollte erst im Nachhinein aufgestreut werden, wer Vanille besonders gerne mag. Den meisten reicht schon die Vanille, die im Quark ist. Hier sieht man nun nochmal die Konsistenz, also es sollte schon richtig schön flüssig sein. Nun muss man sich ein heißes Feuer schüren und braucht eine schöne Pfanne, um diesen Eierkuchen zu backen. Dazu sollte man sich ein wenig Fett besorgen. Sehr gut ist in diesem Falle Palmfett. Also nicht etwa die Butter, die würde uns zu heiß, die würde verbrennen, sondern ein wenig Palmfett. Palmfett hat die Eigenschaft, ganz klar zu bleiben, wie man das hier in der Pfanne wunderbar sieht. Und es ist ja wichtig, dass uns der Eierkuchen nicht anklebt. Die gut angewärmte Pfanne wird nun ganz vorsichtig mit dem Eierkuchen
benetzt. Sie sehen, es muss ganz langsam vor sich gehen, um Gottes Willen nicht zu viel reingießen. Und dann brät der Eierkuchen wie von allein. Hat auch sofort die runde Form. Er fließt, wenn der Herd gerade steht, schön auseinander und brät langsam vor sich hin. Der Eierkuchen sollte nicht in der Pfanne mit irgendwelchen Gelumbe angekratzt werden, sondern der muss so schön in der Pfanne fluffig sein, dass man den mit Hau und Hau und Hauruck einfach umwendet. Ja, wir sehen, der Eierkuchen brät wunderbar vor sich hin. Man kann gern das Ding dann nochmal umwenden. Das ist überhaupt kein Problem. Ne? Das ist auch nicht schwer. Sie müssen nur so ein ganz kleines bisschen die Pfanne nach unten halten und dann mit so einem Schwupp hoch und dann einfach wieder auffangen. Da kann eigentlich überhaupt nichts passieren. Manche haben die ja auch an der Decke hängen. Das ist eine schöne Zierde. Ne? Es kommt immer darauf an, wie die Wohnung eingerichtet ist und die Küche. Einfach hopp und schon ist er wieder vom Feinsten. Nachdem der Eierkuchen goldbraun gebraten ist, legen wir ihn auf einen wunderbaren vorbereiteten Teller. Er muss in diesem Falle nicht angewärmt sein, der Teller, weil der Eierkuchen schmeckt eigentlich am besten, wenn er so eine mittlere Wärme hat. So richtig kochend heiß, dass man sich die Zunge verbrennt, ist das nicht. Außerdem kommt ja nun der Vanillequark drauf. Wir haben ja Kühe, die Milch geben. Die Kühe haben die Milch natürlich in ihrem Euter, da ist sie immer frisch. Nun kommt der Mensch ins Spiel, er lässt sie sauer werden. Und aus saurer Milch wird Dickmilch und dann Quark. Und wer ganz lange wartet, hat sogar Käse. Nun sollte man den Vanillequark in der ersten Hälfte des Eierkuchens belassen. Und auch nicht ganz bis zum Rand streichen. Denn durch die Quetschungen des Rollens wird der Quark ein wenig herauskommen wollen. Aber bevor wir den rollen, sollte man auch hier wieder von der feinen Vanille im Zucker Gebrauch machen, damit man den feinen Vanillegeschmack hat. Nehmen wir den herrlich knusprig gebackenen Eierkuchen und rollen selbigen. So, meine Lieben, die Eierkuchen sind fertig. Der Sepp und der Josef, die haben ja nicht geholfen. Aber das ist logisch. Künstlerpuppen können beim Kochen nicht helfen. Aber mit Essen werden sie sicherlich. Nun, und muss ich erst mal vorkosten, denn bei August dem Starken ohne Vorkoster ging gar nichts. Mmh. Josef ist ohnmächtig geworden. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de